Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Team of the Year von Kylian Mbappé. Ich habe mir diese Leihkarte geholt aus dem Pack für 500 FIFA Points, das man im Shop bekommt. Kann sich quasi jeder holen. Aber ich habe mir gedacht, ich teste den. Und gleich vorweg für alle Leute, die neu auf dem Kanal sind. Ich bin ein Casual Spieler, also ich hole so konstant meine 11 Siege in der Weekend League. Das ist so mein normaler Standard. Spiele im Normalfall so in der Division 2, also für alle diejenigen, die da irgendwie ein krasses Gameplay erwarten, da gibt es wahrscheinlich bessere Kanäle, Mooba und solche Konsorten, die solche Spieler dann testen, da seid ihr wahrscheinlich besser aufgehoben. Bei mir, wie gesagt, aus der Sicht eines Casuals, Kylian Mbappé Toti mit 1,82 Körpergröße, hochgering Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 5 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß. Die Skills, die benutze ich persönlich nicht so viel, ich bin absolut kein Skiller, aber ich werde vielleicht ein paar probieren. Stürmer, Mittelstürmer, linker Flügel kann er spielen, bei PSG spielt er, ist Franzose, ich glaube, das ist allseits bekannt. Wir werden ihn mit Basic spielen, 99, 99 Tempo, beim Schuss alles 99, mal beim Stellungsspiel Abschluss Schusskraft, Weitschüsse bei 90, die Volleys gehen auf 96, Elfmeter auf 94, also ich glaube, da kann man immer viel verbessern. Die Volleys vielleicht könnten wir auf 99 noch irgendwie verbessern mit einem anderen Campstyle, aber ich glaube, das passt ganz gut so, weil mit dem Basic geht die Übersicht auf 95, dazu der Effe auf 92, finde ich ganz wichtig, diese beiden Werte. Der kurze Pass für den Stürmer sowieso das Allerwichtigste, geht auf 97, auch das fast ausmaximiert. Langer Pass mit 84, sehr brauchbar. 99 Beweglichkeit, 90 Balance, 99 Reaktion, 99 Ballkontrolle, 99 Dribbling, 94 Ruhe. Sehr, sehr krasse Werte. Defensive, glaube ich, brauchen wir uns nicht so genau anschauen. Die Sprungkraft geht nochmal auf 92 hoch, 99 Ausdauer, 91 Stärke jetzt mit dem Basic und 74 Aggressivität. Dazu dann noch den Außenriss und den Flairschuss, Zuverlässigkeit, Dribblingtechniker und Tempo-Dribbler. Also wie gesagt, eine krasse Karte. Mit dem Team werden wir jetzt Weekend League spielen und ich erhoffe mir als Casual-Spieler, dass der besser performt wie irgendein Spieler, der 100.000 Coins oder so kostet. Also ich muss sagen, der muss echt krass abliefern, dass der das für einen Casual-Spieler wie mich wert ist und das schauen wir uns jetzt genauer an. Na komm, geh vor, Kylian. Oh, der pace da durch. Krasse Aktion von Mbappé. Ja, schöner Laufweg eigentlich. Also sofort angesetzt. Ja, auch, er sucht sofort immer den Weg zum Tor. Also das fühlt sich mal sehr gut an am Anfang da schon. Gut anspielbar, die Beweglichkeit ein Traum, obwohl die Verbindung relativ mies ist. Ja, es war mein Skill, den ich da verkackt habe, aber er bekommt fast den Pass wieder rein. Ja, krass. Kann man machen. Super, also die Läufe, Wahnsinn. Und schon wieder super anspielbar. Ey, die Karte ist krass. Also das ist eine Backkarte, das ist eine absolute Backkarte. Wenn er jetzt das Tor macht, absolute Backkarte. Ich glaube, der Gegner ist jetzt auch raus damit, aber es ist eine krasse Backkarte. Das ist so krass, wie sich der positioniert. Das ist echt krass. Der ist überall. Der ist echt überall. Wo geht er jetzt hin? Er bleibt da außen. Aber nicht im Abseits. Also das Stellungsspiel von ihm und wie er sich bewegt. Ja, die Beweglichkeit von ihm ist halt echt ein Traum. Ja, da hätten wir eine Vorlage vielleicht machen können. Er ist in der Mitte. Das muss ein Tor sein. Wahnsinn. Wie sich da rein positioniert. Ja, ist er schön aus dem Abseits gekommen. Der Schuss hat dann ein bisschen meinerseits zu lang gedauert. So, noch ein Nachspielzeit-Tor vielleicht mit Mbappé. Es ist zu krass, das ist zu krass. So, Mbappé mit dem Lauf, da muss er auf jeden Fall schneller als alles sein, oder? Geht er rein? Es ist zu krass. Gut, wir sind auf der PlayStation 4, das ist die Zwischenbilanz. 2 Rage Quits, 6 Tore, eine Vorlage, das ist absolut krass. Ich hoffe, er rasiert jetzt auf der PS4 auch so weiter. Schauen wir, wie es läuft. Es... Ja, das hat ein bisschen lang dann gedauert, aber das Positionsspiel wieder anspielbar ist, auch auf der PS4. So, der Querpass. Aber jetzt nach vorne mit ihm. Ja, wieder der Lauf. Das ist so krank, Alter. Das ist so krank, der muss eigentlich reingehen.
Also die Beweglichkeit, die ist so krank. Den Pass habe ich selbst schlecht gemacht. Alter, der Pass war auch Hammer. Schau mal. Na, da hätte er sich besser freilaufen können. Aber ich glaube, jetzt könnte es was werden, oder? Mbappé wieder schön in der Mitte freigelaufen. Zu krass, zu krass. Ja, also wieder im Abseits. Da ist er wieder im Abseits. Schade. Mbappé kriegt den Kopfball leider nicht. Er will ein Kopfballtor sehen, Kilian. Ja, es soll nicht klappen. Ah, super mit der Beweglichkeit gelöst. Der passt dann auch noch auf Messi. Oh, wie er da durchläuft. Yes, angeschnittener Schuss. Sehr nice und sehr verdient auch. Ah, oh, super Lauf von Mbappé. Krasser Schuss auch. Die Läufe von ihm sind so krass. Ein bisschen mehr Aufladen und der ist auch drin. Das war Mbappé mit dem Rückzieher. Ich glaub's nicht, Alter. Abschirmen kann auch. Und Mbappé wieder auf die Seite gerückt. So intelligente Laufwege auch. Ja gut, wie gesagt. Das ist so krass, die Beweglichkeit und der Schuss. Das ist Hammer. Ja, ohne Worte. Einfach ohne Worte. Ja, das hat ein bisschen zu lange meinerseits gedauert, aber ja, braucht mir nichts mehr sagen, glaube ich. Schau mal, wie der da austanzen kann, die Spieler. Schöne Ballannahme auch von Mbappé, der Lauf. Schade. Die Läufe von dem sind so krass, das ist Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich mal einen Skill probiert. Das ist Wahnsinn, das ist so smooth, wie sich der anfühlt. Es fehlt nur noch so ein Eckball-Kopfball-Tor eigentlich von ihm. Und das hätte er auch fast geschafft. Aber dann machen wir es halt so. Das ist zu krass, die Karte. So, jetzt haben wir eine Vorlage auch nochmal mit ihm. Der Gegner ist natürlich auch schon verzweifelt, glaube ich. Gut, abschließendes Fazit mit Kylian Mbappé und für diejenigen, die da jetzt vielleicht weitergeskippt haben, nochmal die Info. Ich bin ein Casual-Spieler, also meistens so um die 11 Siege in der Weekend League. Das ist so mein normales Ergebnis. Wir haben jetzt 3 Spiele in der Weekend League gemacht, 1 in Rivals, weil ich auf der PS4, glaube ich, 10 Mal gesucht habe und keinen Gegner gefunden habe in der Weekend League, aber wir haben dann doch noch einen gefunden. 4 Spiele, 15 Torbeteiligungen, die Karte ist einfach ein absoluter Cheatcode. Die Läufe von dem, ich glaube, ihr habt es eh gesehen in den Szenen, wie begeistert ich war. Der macht so krasse Läufe, der setzt sich durch oder backt sich durch, wie auch immer man das nennen möchte. Die Beweglichkeit ist abartig gut. Der Schuss ist wie ein Strahl, ein Kanonenrohr, keine Ahnung, wie man das ausdrücken möchte. Also GGs an jeden, der den zieht, untauschbar oder tauschbar und wer den spielt oder wer sich den leisten kann. Absolut krasse Karte, das ist echt gemein, was man den Gegnern da damit antut. Und wir haben, wie gesagt, jetzt Weekend League 3 Siege in Folge geholt und in Rivals war es ein Unentschieden, aber auch da hat er gut rasiert. Also ja, ich glaube, die Statistik spricht für sich. Ich habe das, glaube ich, noch nie gehabt bei einem Spieler. 15 Torbeteiligungen in 4 Spielen, außer vielleicht den Squad Battles, aber das war Weekend League und Division Rivals. Und der Division Rivals Gegner war auch kein schlechter, muss man sagen. Also ist 3-3 ausgegangen. Das ist krass. 3 Rage Quits hat man. Man kann über die Karte nichts Schlechtes sagen. Nicht mal das Passspiel. Der lange Pass hat auch gut funktioniert. Habe ich ein paar Mal in den Lauf vorgespielt. Das hat er gut gemacht. Also wie gesagt, die Karte abdrängen kann er. Der kann einfach alles. Man braucht dazu nichts mehr sagen. Also es ist eine absolut kranke Karte. Nochmal GGs an alle, die den spielen dürfen, nicht nur als Leihspieler so wie ich. Also da kann man mit Sicherheit sein Team aufwerten und das wertet mich. Also mein Team als Casual-Spieler hat das auf jeden Fall absolut aufgewertet, diese Karte. Der ist halt einfach ein anderes Level, der ist echt krass, da machst du nichts gegen den. Der ist immer da, der ist immer anspielbar, der macht so kranke Läufe, der zieht auf die Seiten, so unberechenbar teilweise auch.
Also ich muss sagen, ich habe die Goldkarte nicht gespielt, aber die dürfte auch gut sein. Aber die Karte ist halt, die ist schon von einem anderen Stern, würde ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen was zeigen von diesem Totti Mbappé. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo da lassen, gerne auf den Socials oder auf Twitch vorbeischauen. Und dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.